Oh, ich habe schon Ohrstöpsel drin. Ich hoffe, ich rede nicht in zu komischer Lautstärke. Ja, wir gucken mal, was passiert, wenn man in diese Box die tatsächlich angegebene Leistung gibt. Sprich, wir fangen an mit 750 Watt an 8 Ohm. Dafür habe ich den Limiter gesetzt in der Endstufe auf 750 Watt, werde rosa Rauschen anmachen und werde sie mal laut machen. Und mal eine Weile laufen lassen und dann gucken wir mal, was passiert. Ich denke, es wird ziemlich laut werden. Ja, wir probieren einfach mal. Ne? Limiter sind gesetzt, kann man nicht sehen, spiegelt sich. Upsa. So, jetzt kann es losgehen. Da ist Ohrstöpsel drin. Ich arbeite noch dran. Wir fangen mal an. Ne? Es riecht. Also die Hochtöne haben sich schon das Segel gestrichen, ne? Die Membran, ne, die Membran sehen gut aus. Ja. Es stinkt ein wenig. Also wie lange war das jetzt 750 Watt im Limit? 30, 40 Sekunden? Noch nicht mal. Ich würde auch eher sagen so 10, 15 Sekunden und die Hochtöner sind durch. Gut. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir stellen jetzt einmal die Limiter aus und fahren das Ganze mal ohne Limiter. Gucken wir, was passiert. Ne? Ich glaube, da ist der Erste ausgestiegen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Die verändern auf jeden Fall ständig ihren Klang. Aber wir müssen sagen, man kann auf jeden Fall eine voll ausgefahrene X4 für 30 Sekunden oder so auf die Tieftöner geben. Es riecht ziemlich stark sogar. Wir können ja mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir mal Musik drauf geben. So. Also, für Musik machen wir dann einmal, ups. Hey René, hier nichts kaputt machen, ne? Die Boxen waren teuer. Müssen wir einmal gerade, vielleicht will keiner so lange gerade die Kamera halten und vielleicht ein paar Impressionen einfangen. So. Put this nigga in the dirt.
Ja, das war's, ne? Das war's. Trap hat's kaputt gemacht. Also man muss sagen, die haben doch relativ lange durchgehalten. Es ist wie befürchtet ein ziemlich unspektakuläres Ergebnis. Die Pappen sind fest. Oh, ich sehe auch gerissen, oder? Nee, doch nicht. Ist nicht gerissen. Also die Pappe ist nicht. Aber ja, sie hat auch die ganze Zeit moduliert. Was ich eigentlich am beeindruckendsten fand, war dabei. Es qualmt. Hat die ganze Zeit gequalmt. Oh, es qualmt. Ach, wie toll. Es qualmt doch ein bisschen. Los, löschen. das konntet ihr auf dem Video nicht hören. Es war unglaublich leise. Also nachdem die, ach, das stellt sich immer unscharf. Entschuldigung, wenn das für euch nicht so scharf ist. Es war, die Ohrstöpsel hätten wir gar nicht gebraucht. Also nachdem die Hochtöner nach gefühlten 10 Sekunden durch waren, ja, ich glaube, es brennt. Oh, der Qualm wird immer stärker. Also irgendwas brennt da drin. Man kann es ganz gut Qualm sehen. Jetzt hör doch auf die... Oh, guck mal, wenn du dagegen drückst, komm Rauch. Kriegst du wohl einen Rauchring hin? Aber ich hoffe, man kann das sehen. Also ich würde mal so sagen, das waren... was meint ihr aus den 15ern? Das waren keine 95 dB, oder? Nee. Nicht mal, ne? Also wir haben 3000 Watt reingegeben und haben 95 dB rausbekommen. Und es war ja nicht mal ganz 3000 Watt. Einigen wird es aufgefallen sein, wir haben dafür die X4 benutzt, nicht die V9, weil wir im Lager nur 16 Ampere haben. Deswegen hängt die X4 an einem einzelnen 16 Ampere Anschluss, das heißt dreiphasig. Ach, wie toll du mit... Ich finde, du sollst immer diese Brille tragen. Und deswegen haben wir es damit gemacht und es hat ja auch vollkommen ausgereicht. Ja, wir haben es gesprengt. Damit ist es noch lange nicht vorbei. Wir werden nämlich gucken, was wir noch so alles für einen Blödsinn mit der Box treiben können. Ah, ihr schraubt die noch auf, super. Ah, das Video wird immer besser. Ja, ich würde sagen, ja, 3000 Watt in, dann nachher ungefähr 95 dB, nachdem die Hochtöner durch waren. Und René schraubt jetzt die Box auf. René, willst du nicht vielleicht hinlegen? Ach, schön. Ja, wir haben gerade eben gegrillt. Wir haben auch Helm hier, ne? Also bei uns wird Arbeitssicherheit groß geschrieben. Jeder einzelne Buchstabe. Wie ihr seht, haben wir Wharfdale-Stühle. Jeder andere Lautsprecherhersteller ist natürlich herzlich dazu eingeladen, uns seine Stühle zu geben. Und wollen wir vielleicht nochmal gucken, dass ihr mal so doll drückt auf das Ding, wie es geht, von der Bewegung her? Das, der bewegt sich überhaupt nicht mehr. Oh, bleibt da aber. Also die sind schon ganz ordentlich festgebacken. Ich würde sagen, die Belastbarkeit von den 15ern ist im realen Leben vielleicht 150 Watt für die ganze Box, wenn überhaupt. Da fehlen Schrauben. Nein, da fehlen keine Schrauben. Das ist aufgrund vom Gewicht so, weil das eine Touring-Box ist. Das stinkt aber. Das hört nicht auf. Ja, so ist das, wenn man bei uns arbeitet. Immer Spaß, oder ihr lieben Lehrlinge? Ja, ne? Immer Spaß. Grillen, Sonnenschein. So, dann gucken wir doch mal. Oh, das qualmt aber ganz gewaltig. Ja, da ist auch, da ist jetzt nichts mehr, ne? Das ist vorbei da drin. Ja, es ist ordentlich Qualm drin. Also, hast du mal ein Messer? Dann nehmen wir die mal, machen wir die mal auf. Moment. René hat ein Messer im Auto. Ich mache mir immer mehr Gedanken um ihn. Ja. Ein Tool. Ich hoffe keins. Ich hoffe keins, was du mit einer Hand aufmachen kannst, das Messer. Das ist sogar ein verschlossener Behälter. So. Boah, was stinkt das? Meine Herren.
Wie man sieht, Recon Kai täglich Lautsprecher. Ach, nee, du nimmst kleine Tiere aus, ne? Das war das. Ich hab das verwechselt. Riecht alles beim Aufschneiden. Also, ihr könnt froh sein, dass es kein Geruchsvideo gibt. Es ist ziemlich miefig. Oh, die schwarze. Ja, also die Schwingspule, kann man sagen, ist... Jetzt wackel nicht so, ich muss das auch feststellen. So. Ist im Magneten. Die Schwingspule ist im Magneten. Ja gut, also ich würde sagen, sie ist kaputt, die Box, oder? Na, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber diese Lautsprecher heißen ja... Hollywood? Eventuell, wir haben ja eine andere... Lassen wir die anderen ein bisschen mehr in Hollywood-Manier. Vielleicht. Ihr könnt es ja mal kommentieren, ob ihr Bock darauf habt. Ansonsten, wir haben es getan. Wir haben die Box nicht nur gekauft, wir haben sie auch durchgemessen, eingestellt und zerstört. Wir sind sowas wie Boxen-Warentest oder sowas. So, sagt feinartig Tschüss. 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 Tschüss.